Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Aspekte. Es ist die größte Flutkatastrophe in der Geschichte des Landes. 3,5 Millionen Kinder sind in Pakistan von Seuchen bedroht. Hilfe tut Not. Die kann nur von Organisationen geleistet werden, die erfahren und nicht von ideologischen Interessen bestimmt sind, neutral und unabhängig. Aber genau das sind nach der Meinung der niederländischen Journalistin Linda Pohlmann die humanitären Hilfswerke nicht. Im Gegenteil. Wie karitative Hilfe immer wieder zu politischen Zwecken missbraucht wird, davon handelt das Buch Die Mitleidsindustrie. Anna Rieck hat mit der Autorin über die Ergebnisse ihrer brisanten Recherche gesprochen. Bilder der Not, wie hier aus Pakistan, sind ein Appell zu helfen. Sofort stehen Hunderte von Hilfsorganisationen bereit, um die Notleidenden am Ort der Katastrophe zu versorgen. Dabei geht es auch um Geld. Viel Geld. Weltweit verfügen die internationalen Hilfsorganisationen über ein Budget von mindestens 120 Milliarden Dollar im Jahr, das sie von Staaten und privaten Spendern bekommen. Es gibt mindestens 37.000 internationale Hilfsorganisationen, die darum wetteifern, das Geld auszugeben. Sie alle wollen ihren Teil an dem Multimilliarden-Dollar-Budget. Diese Hilfsindustrie ist zu groß geworden, wie ein Monster, das nicht länger kontrolliert werden kann. Die niederländische Reporterin Linda Pohlmann weiß, wovon sie spricht. Seit Jahrzehnten berichtet sie aus den Krisengebieten der Welt. Aus Haiti, Sierra Leone, Ruanda. In ihrem Buch Die Mitleidsindustrie kritisiert sie, dass die internationalen Hilfsorganisationen zu unfreiwilligen Helfern von Kriegsparteien werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein somalischer Warlord und all diese Hilfsorganisationen strömen in Ihr Land. Es ist doch klar, dass Sie denen nicht erlauben werden, Ihren Feind zu unterstützen. Sie werden das Geld für sich und Ihre eigenen Soldaten wollen. Deshalb können Hilfsorganisationen ihren Neutralitätsanspruch nicht aufrechterhalten, sobald sie in Krisengebieten sind. Pohlmanns krassestes Beispiel: die Lager von Goma in Zaire 1994. Die westlichen Fernsehzuschauer glaubten, dort seien die Opfer des Völkermordes von Ruanda hingeflohen. Tatsächlich waren es aber die Täter, die Hutu-Milizen, die den Völkermord begangen hatten und jetzt selber vor der rachenehmenden Tutsi-Armee ausgewichen waren. Tatsächlich hat die internationale Gemeinschaft die Mörder durchgefüttert. Schlimmer noch, ihnen ermöglicht, den Krieg fortzusetzen. Die Hutu-Milizen hatten in den Lagern das Kommando und erpressten Gelder von den westlichen Helfern. Als die französische Sektion von Ärzte ohne Grenzen sich dem Missbrauch der Hilfsgüter verweigerte und Goma verließ, wurde sie sofort von 10 anderen NGOs ersetzt. Weil es so viele Hilfsorganisationen gibt, fällt es den regionalen Kriegsherren leicht, sie zu manipulieren. Die Machthaber wissen, wenn eine Organisation wegen des Missbrauchs geht, rücken sofort andere nach. Deshalb sind die Hilfsorganisationen so anfällig für Erpressung und Missbrauch. Hilfsorganisationen werden systematisch von den politischen und militärischen Eliten erpresst, sagt Pohlmann. Nach dem Tsunami im indonesischen Aceh durften sie ihre Güter erst verteilen, als sie 30% an das Militär abgetreten hatten. In Somalia seien sogar 80% an Warlords geflossen. Auch in Haiti müssen die NGOs heute zahlen, so Pohlmann. Dabei ist den Helfern eigentlich klar, was zu tun wäre. Die Hilfsorganisationen wissen genau, was los ist. Nach jedem großen Hilfseinsatz steht es in ihren Berichten. Jedes Mal lautet die Schlussfolgerung: Wir sollten kooperieren, nicht konkurrieren. Denn das macht uns erpressbar. Und das ist nicht gut für die Leute, denen wir helfen wollen. Der nächste Schritt wäre, es zu tun. Und hier endet es immer. Die Stärke von Pohlmanns Buch ist, dass sie die strukturellen Probleme der Hilfsindustrie analysiert. Sie erklärt die Zwänge, unter denen die NGOs stehen. NGOs sind mehr oder weniger kommerzielle Unternehmen. Sie müssen ihre großen Büros, ihre Mitarbeiter und ihre Ausrüstung finanzieren und sicherstellen, dass sie als Organisation überleben. Linda Pohlmann weiß, dass ihr Buch die Wohlmeinenden provoziert, aber sie ist keine Zynikerin.
Wer glaubt, sie wolle die Menschen ihrem Schicksal überlassen, der hat sie nicht verstanden. Sie will nur klar machen, dass auch die internationale Hilfe eine gigantische Industrie ist, die besser kontrolliert werden muss. Das Buch stößt eine Debatte an. Es macht klar, was eigentlich los ist, damit die Spender den Hilfsorganisationen Fragen stellen. Dabei suchen die Leute keine Entschuldigung, damit sie nicht spenden müssen. Ich glaube fest, dass die Mehrheit der Menschen leidet, wenn sie ein hungriges Kind im Fernsehen sehen. Linda Pohlmann sagt, es reicht nicht aus, zu spenden. Wer wirklich etwas verändern will, muss sich über die Lage vor Ort informieren. Und er sollte den Hilfsorganisationen Druck machen. Was tun sie, damit das Geld nicht von den Machthabern einkassiert wird, sondern wirklich bei den Notleidenden ankommt?